والله ايش بيجيني تاين ماني ما بليم ابو ابراهيم في بام هيرتش اس الله دي زمان لبت 70 شهر seines lebens in kufur kufur alkohol drogen eines tages hat allah ihn gerecht geleitet hat ihm eine hand genommen und führte ihn ins licht ich habe ihn im krankenhaus besucht dieser mann ist krank يعني guck mal jetzt betet er Er sitzt nur auf dem Stuhl. Er ist nicht in der Lage, sich niederzuwerfen für Allah. Ich besuche ihn. Wie geht es dir? Salamu alaikum. Fängt er an zu weinen. Sieht er mich, fängt. Sag, was ist los? Sei Allah dankbar für diesen Zustand. Sagt er, was, weißt du, was mein größter Wunsch ist? Und ich würde jeden Cent, den ich besitze und den ich gespart habe, geben. Wofür? Sagt er, nur eine einzige Niederwerfung für Allah. Eine einzige Niederwerfung. Ich möchte meine Stirn auf dem Boden tun. Für Allah. Die Strafe trifft dich hier, Achim. Glaub es mir, die Strafe trifft dich. Gucke dir die Leute an, die der Dauer im Weg stehen. Und gucke dir ihre Familien an. Guck es dir an. Glaub es mir. Probier es aus. Gucke dir die Leute an, die der Dauer im Weg stehen. Und denke, sie hätten was für den Islam gemacht. Schau dir die Familien an. Viele denken, dass dieses Leben, achte, wo ist gestern? Wo ist letztes Jahr? Wo ist letzte Woche? Wo ist heute? Vor einer Stunde. Alles ist vergangen. Wo ist das Essen, was du gerade in deinem Mund getan hast? Ist Geschichte. Es ist vergessen. Subhanallah. Und glaubt es mir, Brüder, ich habe solche Schmerzen in meinem Herzen. Ne? Wenn ich das sehe, was wir erreichen könnten, wenn die Leute nicht alle so schlafen würden. Jetzt liegt der Mensch da, er ist vielleicht wochenlang krank, liegt in seinem Bett und er merkt, er sieht den Tod kommen. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt uns das im Koran. Jetzt ist sein Blick stark, scharf, er sieht die Wahrheit. Guck mal, dieser Mensch, als er gemerkt hat, dass er stirbt, fängt an zu schreien. Rabbirji'un! Oh Allah, schickt mich zurück. Was willst du in der Dunya? Du hast dein Leben gelebt. Oh Allah, schickt mich zurück. In einer anderen Ayah sagt, oh Allah, ich habe gerade bereut. Ich bereue jetzt. Selbst wenn du einen Brief schreibst, egal an wen auch immer, mit einer guten Absicht und denjenigen zum Islam aufrufst und er nimmt den Islam auch nicht an, du wirst es finden am Tag des Gerichts. Alles werden wir sehen im Stäubchen. Denn Allah spricht die Wahrheit. Und wir werden uns über diesen Brief freuen. Wir werden uns über einen Klick, wo wir ein islamisches Video angeklickt haben, werden wir uns freuen über jedes Subhanallah, Alhamdulillah, werden wir uns freuen über jedes Allahu Akbar, werden wir uns freuen. Über all diese Dinge werden wir uns freuen. Du lebst nur einmal, mein Bruder und meine Schwester, auf dieser Dunya. Wann begreifen wir das? Wenn du das einem hier, wenn du das einem hier sagst, ich weiß das. Jeder sagt, ich weiß das. Dann handel dem nach. Und liebe Geschwister, dankt Allah. Dankt Allah subhanahu wa ta'ala, dass ihr in der Lage seid, im Verstand seid, ihm danken zu dürfen. Weil das auch ein Ni'ma ist. Dass wir Allah ta'ala danken dürfen, ist eine Gabe von Allah. Wie viele Menschen laufen umherum auf dieser Erde? Sie atmen, sie essen, sie trinken, sie leben. Allah ta'ala gibt ihnen. Und sie danken Allah ta'ala nicht dafür. Wie viele von denen sind Muslime? Und sie beten nicht. Ein Mensch, der mit Liebe zu Allah seinen Weg beschreitet, ein Mensch, der sein Leben für Allah lebt und dieses Leben als eine Brücke nimmt zum Paradies, Allah wird ihn niemals im Stich lassen. Niemals. Deshalb denk an deinem Leben und denk an den Zustand jetzt. Welcher Zustand bist du? In welchem Zustand bist du? Und wo wirst du sein am Ende der Tage? Aber welche Ehre und was schlägt in deiner Brust, wenn du den Namen hörst, Mohammed. Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Diesen edlen Menschen, den besten aller Menschen, subhanallah. Imam al-Muttaqin, subhanallah, der Vorbeter, der Gottesfürchtigen, der Propheten allesamt. Allahu Akbar. Er hat vor allen Propheten vorgebetet. Der beste aller Menschen. Khalilullah, der Nahestehende von Allah.
Könnt ihr euch das vorstellen? Er ist unser Prophet. Er hat Tränen gelassen für euch, meine lieben Geschwister. Er hat euch nicht gesehen. Er hat geweint, subhanallah, als er in Uhud kurz vor seinem Tode nochmal die Shuhada besucht hat. Auf dem Wege zurück hat er Tränen gelassen. Und die Sahaba haben ihn gefragt, ja Rasulullah, warum weinst du? Und er sagt, ich vermisse meine Geschwister. Ich vermisse meine Geschwister. Und die sagen, ja Rasulullah, das sind wir doch. Er sagt, nein, vielmehr seid ihr meine Gefährten. Meine Geschwister sind vielmehr diejenigen, die an mich glauben und mich nicht gesehen haben. Allahu Akbar. Das seid ihr, meine lieben Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Schaut mal diese Liebe, diese innige Liebe uns gegenüber. Die innige Liebe uns gegenüber. Er weint, weil er uns vermisst. Weil er uns liebt. Weil das ein aufrichtiger Mensch ist. Ein aufrichtiger, wahrhaftiger Mensch. Der beste aller Menschen, subhanallah. Subhanallah, Allah hat das Paradies vorbereitet. Dafür lohnt es sich zu arbeiten. Dieses Ziel muss man haben. Und für denjenigen, der an der Barmherzigkeit Allahs verzweifelt, dem sage ich, Allah sagt, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, la taqnatu min rahmatillah, inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a, innahu huwa al-ghafuru rahim. Weil, oh meine Diener, die euch selbst Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Nochmal. Oh meine Diener, die euch selber Unrecht angetan habt, verzweifelt nicht an der Barmherzigkeit Allahs. Warum? Wahrlich, Allah vergibt alle Sünden. Wahrlich, er ist der Vergebene, der Barmherzige. Das heißt, er vergibt alle Sünden, bevor man stirbt. Bis dahin musst du zu Allah zurückgekehrt sein. Diese Zeit, sie ist verwirrend für viele. Für mich auch, für viele. Für viele ist sie verwirrend. Denn diese Zeit, erklärt uns Abu Huraira radiallahu an, indem der sagt, die Zeit rückt näher, die Taten werden weniger. Welche Taten? Natürlich die guten Taten. Heute die Muslime kippen im Maul, joint im Maul, Bier, da, ich bin Muslim, Alhamdulillah, ja, Alhamdulillah, Alhamdulillah, willst du was kaufen, verkaufen, dies, das, dealen, alles läuft bei Muslimen. Alles läuft über Muslimen, Ahmed, Drogenhändler, kennen wir die Geschichte, ich will das nicht wiederholen. Taten werden weniger. Die Zeit rückt näher. Welche Zeit? Die Zeit von Yawm al-Qiyamah. Die Zeit, wo diese Erde zu Ende geht, das fühlen selbst die Nicht-Muslime. Bald ist das hier zu Ende. Jeder fühlt das. Deswegen gibt es Menschen, der ist im Schlaf, jetzt im Traum. Dünya ist wie ein Traum. Und das Erwachen wird am Akhirat sein. Du bist jetzt in einem Traum, du denkst, dass es wird immer so bleiben. Nein, Akhirat, es wird ein Erwachen geben. Ein böses Erwachen wird geben für die Leute, die diese Zeichen Allahs ignoriert haben, die Zeichen von Allah subhanahu wa ta'ala nicht ernst genommen haben, verleugnet haben, Allah, auf die wird ein böses Erwachen geben. Lob gebührt diesem Herrn subhanallah. Wie habe ich gesehen, subhanallah, gibt es Geschwister unter uns, die nicht gesund sind, die nicht die vollkommene Gesundheit besitzen. Liebe Geschwister subhanallah, müssen Allah danken, jeder einzelne von uns hier. Wenn du dich geradeaus normal bewegen kannst, wenn deine Wirbelsäule normal sich bewegt, subhanallah, so wie Allah subhanallah es von Natur aus gegeben hat den Menschen. Wenn deine Beine sich normal bewegen, wenn du normal hören kannst, wenn du sehen kannst, wenn du sprechen kannst. Danke gebührt diesem Herrn, subhanallah. Und alle, die Kinder besitzen, die gesunde Kinder haben, danke Allah dafür, dass dein Kind gesund ist, subhanallah. Schau, wie viele Kinder auf der Erde die Krankheiten haben, subhanallah, die nicht normal krabbeln können, die nicht normal lachen können mit ihren Eltern. Danke Allah für diesen Zustand, diesen wundervollen Zustand, in dem wir leben, in diesem Land, subhanallah. Ich mache Fehler und jeder, der hier im Saal drin ist und jeder, der gerade zuhört, der macht Fehler. Gibt keinen Fehlerlosen unter uns. Und es werden Tage kommen, wo wir schwach sind, Tage, wo wir stärker sind. Wichtig ist, dass wir mit dem Islam sterben. Wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch, Ya ayyuhalladhina amanu, taqullaha haqqa tuqatihi, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. O die ihr glaubt, fürchtet Allah, wie man ihn fürchten muss, mit einer geziemenden Furcht und stirbt nicht anders denn als Muslime. Das ist die Wichtigkeit. Nicht jeder ist auf der gleichen Stufe. Weil so ist auch in Islam. Nicht jeder von uns hat die gleiche Stufe. Vielleicht einer von euch, der ist ganz nah bei Allah subhanahu wa ta'ala.
Und er macht eine Tat, die Allah Jalla Jalalu sehr liebt. Und einer ist hier von euch, er macht eine Tat, die ständig alle seine Taten zerstört. Die ständig seine Taten zerstört. Deswegen muss man aufpassen, was man macht und was man tut. Und du siehst das, subhanallah, die meisten von uns haben über den Gesandten Allah s.a.w. gehört. Sie haben gehört, wie er gelebt hat, er und seine Sahaba, wie sie sich abgemüht haben, wie sie nichts besessen haben auf dieser Erde. Sie wollten nichts. Der Gesandte Allah liegt auf einer einfachen Palmfasermatratze und hat Spuren auf seinem Körper. Und Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, als er ihn sieht, fängt an zu weinen und sagt, ja Rasulullah, du edler Gesandter liegst in so einem Zustand, wo du doch der König der halben arabischen Insel bist. Und du liegst auf so einer Matratze, wo du doch mehr besitzen kannst als Kisra, als Heraklius. Und was sagt der Gesandte Allahs aus dem... Was hat er geantwortet? Ist es nicht viel besser für uns, dass wir das nächste Leben, dass uns das nächste Leben gehört? Und Umar radiallahu anhu hat ihn bestätigt, hat gesagt, ja, das ist besser, weil es ist beständig. Und ich bin der Überzeugung, dass das nicht der Weg des Propheten Muhammad ist. Sondern ich bin der Überzeugung, dass der Prophet Muhammad a.s., wenn der ein Gebäude gesehen hätte, was am Brennen ist, wo ein nicht-muslimisches Kind drin ist, dass er der Erste wäre, der da reingegangen wäre, um das nicht-muslimische Kind zu retten. Wir dürfen nicht daran stehen bleiben, Achim. Wisse, dass andere Menschen viel aufgegeben haben, um in dieser Religion zu sein. Wisse, dass man viel zurückgelassen hat, um sich Muslim zu nennen, um Allah subhanahu wa ta'ala zu dienen. Ach, ich hatte meine Mutter weinend vor mir, die zu mir gesagt, gib den Islam ab. Wenn ich sterbe, bist du schuld. Meine Eltern, mein Onkel hat mich angerufen, hat mir Morddrohungen gemacht. Hat zu mir gesagt, wenn du so bleibst, werden wir dich töten. Ich dürfte mein Land nicht mehr besuchen, deswegen meine Familie nicht. Sie haben gesagt, du bist der Fluch der ganzen Familie. Und weißt du, wie das ist, wenn deine Mutter weinend vor dir steht? Wenn dein Vater weint am Telefon? Wenn die dich alle gegen dich sprechen? Wenn die dich rausschmeißen? Wenn du alles zurücklassen musst? Wenn du keinen Kontakt zu diesen Menschen haben kannst? Weißt du, über welche Würden manche Leute gehen müssten, damit sie sagen, ich bin ein Muslim, Alhamdulillah? Und, liebe Geschwister im Islam, wir müssen Allah danken, dass er uns hierhin geführt hat. Denn ich will euch eins sagen, was vielen Leuten vielleicht nicht bewusst ist, aber wir sind hier gerade in Europa Geschichte am Schreiben. Und das ist vielen Leuten nicht bewusst. Es hat noch nie so eine Entwicklung gegeben, dass Muslime sich in Europa niedergelassen haben und die Menschen zum Islam einladen und die Menschen den Islam in Scharen annehmen. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Wenn die Hilfe Allahs kommt und der Sieg und du siehst die Menschen in die Religion Allahs in Scharen eintreten, so preise deinen Herrn und lobe ihn und bitte ihn um Vergebung, denn er ist wahrlich derjenige, der die Reue annimmt. Die Kuffar, die unterwerfen sich Allahs Willen nicht. Die machen das, was sie wollen. Und der Muslim, der jugendliche Muslim, egal ob Muslim oder Muslim, sie unterwerfen sich. Sie versuchen, auch wenn es schwer ist, sie haben dieselben Interessen vielleicht. Sie wollen auch Musik hören. Sie wollen auch Freundin oder Freund haben. Sie wollen auch Drogen rauchen. Sie wollen auch in die Diskothek. Sie wollen Party. Sie wollen all diese ganzen Dinge auch machen. Es brennt in den Brüsten, wenn man in die Schulen geht, wenn man draußen auf den Spielplätzen oder in Internetcafés sich tummelt, egal ob man Muslim ist oder nicht Muslim, wird man mit diesen Dingen gezogen. Es sind immer dieselben Dinge. Und womit hat man auch zu kämpfen? Mit dem Ungehorsam gegenüber den Eltern. Das sind alles Dinge, die schlecht sind für uns. Die sind schlecht für uns. Der Käfir, der macht einfach, was er will.
der macht einfach. Aber ein Muslim, er darf nicht machen, was er will. Er kann nicht machen, was er will. Denn er bevorzugt das nächste Leben. Er bevorzugt das nächste Leben. Er bevorzugt nicht so wie der Käfer das diesseitige Leben, was vergehen wird. Alles hier wird vergehen. Alles auf dieser Dunja wird vergehen. Nichts wird bleiben, liebe Geschwister. Aber die Sache ist, wie nimmt man das auf? Wie nimmt ein jeder das auf dieser Erde auf? Ist einem das bewusst? Ist einem das im Alltag, wenn du draußen im Alltag bist, ist dir bewusst, dass das nächste Leben wichtiger ist? Oder ist in deinem Kopf, in deinem Hinterkopf die schöne Wohnung, das schöne Auto, der Luxusurlaub, eine Freundin? Sind es nicht vielmehr meistens diese Dinge, wo der Shaitan mitkommt und einen einflüstert und einen damit lockt, dorthin zu gehen, auch diese Dinge nachzueifern, anstatt für das nächste Leben, was beständig ist, was für immer und ewig ist, hinterherzugehen?